Beginn, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Steini, Neues, Kaiserslautern, EA Sports, Fußballmanager, Karriereröhnchen. Ja, Freunde, warum ihr mich jetzt hier seht, hat folgenden Grund. Ich habe sehr, sehr viel Feedback bekommen zwecks, warum bleibt eine VOD nicht online auf Twitch? Weil ihr wisst, dass sich auf Twitch einiges gedreht hat, zwecks Musik. Es gibt eine Einstellung, wo der Desktop-Sound quasi in der VOD gemutet ist und somit die Musik nicht zu hören wäre. Mein Problem ist, ich streame nicht mit Headset, weil ich es einfach gerade in so Formaten wie FM einfach nicht mag. Wenn ich in der Lobby bin, im Discord mit anderen Leuten chill, dann ist das für mich kein Problem mit Headset, aber so ist es sehr, sehr lästig, sehr, sehr nervig. Also ich höre die Musik über den Boxen und das Mic nimmt die quasi passiv mit auf und ich laufe Gefahr, dass einfach in der VOD man die Musik hört. Und das Risiko möchte ich einfach nicht eingehen. Ich könnte euch entgegenkommen hier zwecks der Highlights. Da brauche ich aber euer Feedback. Ich habe eine Strawpoll-Umfrage gemacht. Sehr, sehr gerne teilnehmen dran. Ist sehr, sehr wichtig. Und zwar geht es um Folgendes. Mein Vorschlag wäre, beziehungsweise ich habe es sowas noch nie gemacht, wir können das probieren. Ich könnte die Sessions quasi, die wir in den Streams ballern, hier uncut hochladen. Komprimiert uncut. Also Phasen, wo ich quasi nicht rede oder wo nicht wirklich was passiert, die würde ich rausnehmen. Oder wenn wir gerade irgendwie über was quatschen, was nicht zum Thema passt. Also quasi, dass am Ende nicht 4 Stunden sind, sondern 3,5, 3 Stunden. Weil jetzt gerade komprimiere ich quasi 4 bis 6 Stunden in 20 bis 30 Minuten. Nur als Vergleich. Nichtsdestotrotz kann es sein, dass ihr 2, 3 Stunden um die Ohren kriegt als Video. Weiß ich nicht, ob ihr das mehr feiert. Viele gucken das beim Zocken nebenbei. Ja. Teilt mir sehr, sehr gern unten über die Umfrage eure Meinung. So wie immer hier die Highlights oder uncut komprimiert. Da überlasse ich die Entscheidung jetzt euch. Ich weiß nicht, wie lange das Rendern dauert. Wir werden es mit der Folge hier probieren. So habt ihr 2 Vergleiche. Folge 1, Folge 2. Und dann könnt ihr abstimmen. Ey, Daumen nach oben, wäre ein absolutes Träumchen. Dankeschön für die Einleitung auf die erste Folge. Sehr, sehr viel Kommentare, sehr, sehr viel Pusherei mit dem Daumen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns am Mittwoch im Stream wieder. Aber ihr werdet natürlich noch eine Folge bekommen hier. Easy going. Ich quatsche schon wieder viel zu lange. Das Video geht eh lange genug. Viel Spaß mit dem Video. Perfekt! Was noch nicht perfekt ist, wir haben den ersten Spieltag. Und okay, mit dem können wir erstmal reingehen. Aber die Kaderbreite rein von qualitativ hochwertigeren Spielern ist ein bisschen schwierig. Ich erinnere mich, wir haben an einige Jugendspieler Anfragen geschickt. Was ich halt absolut nicht feier, ist, dass der Keeper hier direkt zum Start na, Form 7 rumpimmel, ne? Wir gehen mit Boyd rein zum Start. Der Aufstiegsheld. Der Aufstiegsheld. Wir haben noch so viele Leute hier, ne? Stellt euch vor, der macht wirklich den Tjaaland. Stellt euch vor, der macht wirklich den Tjaaland, Jungs. Es wäre ein Traum. Max, nochmal mit dem Einer. Ich bin der gleiche, der vor ein paar Tagen geschrieben hat, dass er im Krankenhaus war und sich die Hand gebrochen hat. Nein, aber ist voll okay, bin 28, komme drüber hinweg, aber habe es halt echt nicht mitbekommen, dass Pay-Per-View jetzt an anderen Tagen sind. So belastend, Alter. So belastend. Naja, aber war tatsächlich gestern. War tatsächlich gestern. Ey, Max, ich sag dir ganz ehrlich, ne? Erst da die Hand verletzt im Krankenhaus, jetzt noch den Pay-Per-View verpasst. Ein Sonnenschirm kann auch ein Regenschirm sein, ne? Oder zum zum Sonnenschirm werden. Ey, Junge, das... Kannst du dir nicht aussehen, ja. Junge, 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 ey. Ja, auf jeden Fall noch weiterhin gute Besserung, ne? Tommy, danke für 28. Romeo Beckham hat schon als kleines Kind... Immer, ich bin mit David Beckham, ja? Ich bin quasi, wir sind Freunde. Der weiß das nur nicht, aber ich weiß das. Ist einer meiner besten Freunde, David B. Dann habe ich gesagt, gib her deinen Sohn, ich bild den aus. Den werden wir ganz groß rausbringen. So. Erstes Spiel ist immer ekelhaft, ey. Was war Transfermarkt? Ich streut mich jetzt ein bisschen, dass wir hier auf Spiel klicken. Was war hier noch? Stimmt. Kai Wagner, sind wir noch dran? Hansi Müller, Mbappé? Vielleicht jetzt mal? Ich glaube, der wäre echt gut, ne? Ich scout den mal. Chat, ich glaube, der wäre echt gut für uns. Da war nur eine normale Laie, ne? Spieler scouten. Komm, Olaf Marschall. Flieh mal nach Italien. Mach dir mal ein paar schöne Tage da.
Komm, wir nehmen den mit, Jungs. Wir nehmen ihn mit. Erst Jaland, jetzt den jüngeren Cousin. Jonathan Braut-Brunes. Für zweite Mannschaft. Wir brauchen die verrückten Leute hier. IV warte ich noch, weil wir da an den einen da von Bochum dann Angebot hatten. Isner Mbappé gibt's nicht, ne, haben wir nicht gefunden. Wer war der eine Stuttgarter da, wo ihr gesagt habt? Den wollte ich mir noch angucken. Moritz hat den, glaube ich, reingehauen. Tibidi. Hey! Gibt's überhaupt nicht. TB? Den gibt's überhaupt nicht. Gibt's nicht. VfB schauen. Den Verein gibt's auch nicht. Sohn von Korani ist auch nicht hier. Haben wir auch nicht gefunden. Aber wir müssen halt, so viel Kohle haben wir halt auch nicht. Und ich will erst warten, bis die Dings, bis Feedback kommt von den Jugendspielern. Da haben wir einigen ein Angebot gemacht. Wir gehen erstmal rein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Trainingszeit, da hatten wir alles. Dat. Individuell Aufgaben. Taktik. Ramirez war kein Spielmacher, ne? Dribbler. Komm, wir probieren's. Wir können wieder schauen. Gegen Rückrunde, so die spannenden Spiele und so, können wir wieder Dings machen. Live-Commentary. Aber jetzt erstmal zum Start. Gucken, was hier abgeht. Erstes Spiel. Und direkt gegen den besten Stürmer der Liga. Aktuell Rufen Hennings. War gelistet, ne? Kovnacki war doch auch immer krass, oder? Erinnere ich mich in der Scheiße. Sonne 5. Was ist das denn, Junge? Beckham. Kenne ich gar nichts. Von beim Beut geht auch absolut 0,0. Mittelfeld ist auch absolut 0,0 auf Scheibe. Klingenburg. Der Rest muss sich erstmal so durchwürgen. Müsste vielleicht gleich den IV noch runternehmen. Ah, Linksverteidiger! Wir brauchen einen Linksverteidiger! Ah, Junge! Von Unentschieden würde ich mitnehmen. Unentschieden nehme ich mit. Take this. Nehmen wir mit. Sandhausen, Pauli, Darmstadt, Braunschweig. Hannover. Was haben die eigentlich für einen Kader jetzt? Die haben nur eingekauft. Franz. Wieso hakt das denn jetzt hier schon wieder? Oder die waren gefühlt an jedem dran und haben am Ende doch keinen gekauft, ne? Außer Mirallas. Zidane ZOM. Wo zockt denn der? Wo zockt der Sohn von Zidane? Aber der ist doch Torwart, oder? Ne, der hat einen ZOM und einen Torwart, ne? Glaube ich, als Sohn. Brozovic nach Chelsea. Gaia nach Man City, Pereira nach Real, Moutinho nach Dortmund, wilder Wechsel, Draxler nach Gladbach, Hinteregger doch kein Karriereende, geht nach Bologna, der hat alle verarscht in Frankfurt, Kolasinac auch nach Frankfurt, lul, Tibidi findest du in der Jugend von Stuttgart, okay, check ich ab. Guck mal, was ist denn los mit Hannover? Nein, ich habe das schon so gut gemacht, wie es geht. Guck mal, Luther hat doch schon was gebracht, dass wir mit dem gequatscht haben. Großes Lob, Sanisic, war Top-Partie.
Stuttgart. Hat keinen Bock mit uns zu reden. Hat keinen Turner drauf. Hullet hatten wir schon, der war IV bei uns. Bei Paris hatten wir den. Ja, ein Stürmer, Jungs. Wir haben genug Stürmer. Ich park den mal. Wir gucken, wie viel Geld wir kurz vor wir Transferliste ist noch einen Monat auf. Theo Zidane. Wieso steht hier nicht Zidane? Holen die Zidans, Jungs. 23 ist der schon? Der ist aber nur 1,83 oder so. Was ist das denn immer? Der ist nur 1,83. Ich scoute den mal. Linksverteidiger, mal gucken, wie der ist. Theo, scout ich auch mal. Mann, Olaf Marschall, gib mal Gas hier. Ey, wir holen die Zidans. Die Zidans und die Beckhams. Braucht aber erstmal Linksverteidiger. LOL, das ist von Pierre Lebaski, der Sohn, oder? Oder? Komm her, Junge, zweite Mannschaft. Krölek lässt die Connection spielen. Er kennt sie alle, der Krölek. Sieht man halt echt bei ihm, ne? Ja, und er ist gar nicht so schlecht. Links, rechts, ist gar nicht so schlecht. Gittens. Ne, der hat gar keinen Bock auf uns. Nick Breitenbücher ist die Schwester von Breitenreiter. Der Gag war auch maximal beschissen. Ich wollte ihn trotzdem mal reinschmeißen in die Runde. Könnt ihr machen mit, was ihr wollt. Chat, ist das der IV? Es ist der IV, oder? Es ist der IV! Ja! Marcel Heinemann! Boah, Junge! Lifestyle-Ikone, schwache Nerven. 9 Millionen! 9 Millionen Marktwert! Ja! Ja! Herzlich willkommen, Junge! Was geht? Du bist unser neuer Goldesel. Wenn Scheiße läuft, verkaufe ich dich. Ich mach Spaß, ich setze auf dich. Du bist der beste Mann. Hätte ich nie gedacht, ne, dass wir den bekommen. Der braucht ja eigentlich ein Bild, der Bra. Der braucht ja eigentlich ein Bild. Ey, der steht uns aber richtig gut. Alle anderen kommen nicht. Aber der Wichtigste kommt. Und damit haben wir die IV auf jeden Fall abgehakt. Boah, der ist echt stark, ne? Bruder, der ist ja fast Stamm immer, wenn der hier auf Dings kommt. Big, sehr, sehr big. Hat der Krölek wieder eingezaubert. Boah, der ist echt. Der ist Baba. Hat der 4 von Dings? Echt? LOL! Ja gut, Erfahrung halt nix, aber Führungsqualität schon am Start. Da wird sich doch hier wahrscheinlich mal kurz was tun, oder? Ja, der rückt direkt hier rein. Heinemann. Scheiße, wie mache ich denn nochmal Dings? Wartet mal. FM. Zocker. Wie kriege ich da das Bild nochmal rein? Fenstermodus einfach rüberziehen? Ist das so? Also ich gehe jetzt hier drauf. Und dann hier reinziehen. Der muss seine Kante sein, ne? Obwohl bei 82 Kilo, ey. Ein Strich in der Landschaft, der Bruder. Hier ist einfach James Franco drin in der Auswahl. Was ist das für ein Quatsch? Und irgendwelche Formel 1 Fahrer. Yo, lol, wie easy. Voll easy. Was hat? Oder ist das wieder irgendein Handballspieler? Stimmt, der ist doch keine Lifestyle-Ikone, Chat. Simon Tisi habe ich auch. Ich könnte Simon Tisi, aber... Hier, Simon Tisi. Den hatten wir schon, ich weiß. Habe ich jetzt eigentlich auch nur als Joke reingehauen. Aber ansonsten ist halt... Viel so asiatische Bilder, da passt halt gar nicht. Der sieht mir aus, als ob man den kennt. Mir kommt der auch bekannt vor, keine Ahnung. Wenn man den nicht kennt, könnte man den nehmen. Entweder wir nehmen jetzt den, alternativ hätte ich den noch für euch. Ist doch nicht Felix Groß, seid ihr Panne? Bro, hast du einen Knick in der Linse? Komm, wir nehmen den, das passt. Lifestyle-Ikone, schwache Nerven, so sieht er mir aus. Weil jetzt haben wir dann halt hier, wenn wir den reinziehen, hat er hier auch ein Bild. Ne? Ich mag das nicht, wenn da einfach nur so ein Wieso-Charakter nicht freigespielt. Da können wir bei dem Ochs auch noch eins mitnehmen. Chat. Ich nehme bei dem Ochs auch noch eins mit. Komm, dann kriegt der Ochs den. Kriegt der Ochs den. Marcel Ochs. Huch, wir haben kaum noch Gehälter.
Wir haben kaum noch Gehälter, wir haben einfach zu viele Leute hier rumrennen. Problem ist, wir kriegen hier aber auch die Hälfte nicht weg. Hippe, Kraus. Hippe 250, Kraus 185. Dann behalten wir Kraus und müssen Hippe abgeben. Oder auch nicht. Müssen wir Kraus abgeben. Oder warte mal. Ah, der ist zu gut. Der ist zu gut, glaube ich. Den können wir noch gebrauchen. Regionalliga Chemnitz. 195, also 200 will ich schon haben. 200 musste doch drin sein. West, Lotte, 200. Das ist aber echt dürftig, ne? 240, da haben wir sie. Türkisch ist Lauterns bester Spieler in echt. Ja, der ist auch hier nicht verkehrt. Das Problem ist halt immer die Stärken. Und wir müssen ja auch ein bisschen vorankommen, ne? Und da wir jetzt den Heinemann haben, Heinemann ist halt schon besser, ne? 9 Millionen Marktwert, leck mich am Arsch. 500 Bruns, den geben wir ab. Boah, ey Jungs, wir kriegen, Geld könnte echt, echt dünne werden mit den Zidans. Aber wir schauen mal. Sobald alle Spieler da sind, mache ich einmal kurz eine Dings, eine Talkrunde mit den Leuten hier. Und dann sollte das funktionieren. Ja, guck mal, der ist schon mal nice. Der kostet uns gar nichts vom Gehalt. Spielt sicher auch mal erste Mannschaft. Das sieht gut aus. Tüten wir ein. Wie oft? Wir haben wieder welche bekommen. Wir haben wieder zwei Stück bekommen. Jan Ulrich. Marlon Ritter. Geil! Super! Super toll, den kann ich direkt verkaufen. Den muss ich verkaufen. Ich brauche das Geld jetzt gerade wichtiger, wie ich den parken kann, 23 Wochen. Ich meine, wir kriegen immer ein bisschen Geld, aber das ist doch scheiße, Alter. Komm, wenigstens die Dings gut. Da wären 10er gewesen. Adam Mehl. Eigenständig. 1 Million Marktwert. Gute Jugendspieler. Gute Jugendspieler. Gute Jugendspieler. Die Jugendspieler alle drei top. Das mit dem Richter, das müssen wir jetzt gucken, wie wir das machen. Aber das könnten wir maybe dribbeln. Oh, Ausdauer ist halt auch nicht so geil bei dir, ne? Der geht aber erstmal in den zweiten. Genau wie er hier. Einfach ein Hügel. Passt, ne? Würde ich auch sagen, passt. Boah, der ist aber echt gut im Flanken, ne? Ich meine, so ein bisschen Ovejan-Stats hier. Defensiv nicht so stark. Aber der ist 18, da geht noch was. Jugendspieler top, wirklich. Also da haben wir wirklich richtig stabile Leute bekommen. Eigentlich kann der jetzt auch weg. Wir müssen, ja, super, Junge. Eigentlich müsste er weg, aber geht ja nicht. Aktion, erstmal in die Reserve. Weil das ist ja auch unser Plan, Jungs, dass wir die Reserve pushen, dass wir da wirklich gute Leute uns ran züchten können. Muss aufgestellt werden, bevorzugte Position, ZM, Abfahrt und Mehil, bevorzugt Linksverteidiger, muss aufgestellt werden, Abfahrt. Dann schicke ich euch nochmal ins Trainingslager. Na Texel, ey, na Texel. Wobei Teamwork irgendwas. Teamwork Fitness. Hat hier nix Teamwork? Doch, hier, Frankreich, Nizza. 14 Tage Nizza Abfahrt. Wobei 16.
Aufgaben, zack. Ja, bis Hamburg werde ich niemanden finden. Da muss ich den Dings. Scheiße, ey, das passt mir doch gar nicht, ey. Oh Mann. Ich poker mal 1-3. 500.000 über Marktwert. Ach, Kacke, Alter. Ich meine, 10er Position eigentlich immer geil zu kaufen, aber nicht jetzt kurz vor einem Spiel. Und wo schickt man den hin? Ich will den nicht in der Liga haben. Dänemark. Griechenland. Da wird er zu schwach für sein, ne? Wo können wir den hinschicken, Chat? Österreich. Los Angeles, komm. Also ich weiß, wo wir den wegkriegen würden. Hier würden wir den safe irgendwo hinkriegen, aber ich probier mal. Komm, dann geh nach Braunschweig. Geh nach Braunschweig. Der ist 23 Wochen verletzt. Den werden wir wahrscheinlich die Saison sowieso nicht sehen. Oder dann sind wir schon gegen Braunschweig durch. Dann geht er da ein. Was hat er? Plantaris Sehnriss. Was ist das denn, Alter? Ja, ey, Jungs, da brauchen wir scheiß Zehner. Mann. Mann, ey, was hat der hier? Ja, komm, hat sie auch erledigt. Ruben Kloibert. Tür ist zu für dich. Hansi Müller, Mbappé. Jetzt wäre mal an der Zeit für dich. Das ist der Kacke. Flumme, herzlich willkommen. Danke für den Prime. Oh, man. What we do? Gago, danke für 3. So ein Scheiß. Joscha Wosch, ist das der Sohn von Darius? Klimowitz ist doch Stürmer, oder? ZM. Wartet mal. Weil da. Joscha ist ja der Sohn von Diego Klimowitz. Der war ja bei Wolfsburg, ne? Wo ist der denn hier? Der wäre 10er. Aber zu teuer, glaube ich, Jungs. Das ist zu teuer. Das kann ich nicht mitgehen, leider. Realismus ist ja auch ein Fremdwort, oder? Malte, ich spiele hier ein Spiel und möchte Spaß haben. Möchte ein cooles Projekt starten mit eventuell einigen Spielersöhnen. Wenn ich Realismus haben will, bewerbe ich mich in Real Life bei irgendeinem Fußballverein und kriege dann die Ampelkarte und soll mich wieder verpissen. Ich möchte hier ein bisschen spielen, Jungs. Was ist denn los mit euch? Aber ohne Kaufoption. Ich will den nicht Dings haben. Ich will keinen mehr ohne Kaufoption haben. Ach, Max Meyer. Guck jetzt erstmal, was uns hier angeboten wird. Hol ich halt einen Thierry Henry. Vanni Moreno. Vereinstreu, professionell. Führungsqualitäten 7. What the fuck, Alter? Wer bist du denn, ey? 24 Millionen Feste? Alles klar. Alles klar. Maldinis Sohn, der ist doch schon etabliert, oder? Oder hat der noch einen? Der hat mehrere, ne? Tillmann, Green. Guck grad mal nur hier, ob hier irgendein interessanter Name ist. Wenn nicht, dann müssen wir schauen. Aber da ist nichts. Usamis Flügel. Nee. Ben Arfa auch nicht. Wen die haben. Giovinco ist es auch nicht. Shinji wäre Risiko, ne? Ja, das ist eher Flügel, ne? Wäre möglich. Ich muss Scoutings freikriegen. Ich will den scouten erst. Ich brauche aber weitere Namen.
Dann ist zu wenig. Wenn der eine nicht funktioniert, dann stehen wir nämlich da. Haben wir nicht... Ein Sidan, zwei Sidan? Theo war da hier. Habe ich den Theo nicht auf Liste gehabt? Chat, ich habe doch Theo auf Liste gepackt. Wo ist denn der? Gib ihn doch ab. Könnte sogar ZOM, ne? Güler ist hier gewechselt, glaube ich. Aber Vidovic nicht auf Liste? Ja, den wollten wir ja scouten, ne? Aber mit einem 17-Jährigen da auf der Position reinzugehen, weiß ich nicht, ob das so clever ist, ey. Christopher Scott ist, glaube ich, hier bei... Boah, wo war der? Bielefeld? Ja, Yunus Mali war auf Liste, aber... Klimowitz müssen wir scouten. Vielleicht passiert da noch was. Der ganze August ist doch noch offen, oder? Bin ich blöd? August ist noch offen, ne? Vielleicht kommt da noch was. Vielleicht muss ein Verein jemanden abgeben. Vielleicht geht unser Prestige oder unser Vereinsdings einfach noch hoch. Weil vor dem Spiel werden wir hier keinen hinbekommen. Junge, was ist los mit dir? 4,50. Mach erstmal weiter. Wir müssen die Scouts freikriegen, dass sie gescoutet werden können. Nein. Bleibt bei seinem Verein. Scouting abgeschlossen. Heudong ist auch kein... Scouten. Null? Wieso wurde er uns nicht angezeigt? Den können wir eigentlich... Mal gucken. Ich will mal wissen, was der verdienen will. Für Kaderbreite, gerade Kreativabteilung, der kann auch ZM. Ist vereinslos. Müssen wir eigentlich so mitnehmen, oder? Wir können trotzdem... Wir müssen trotzdem noch einen holen. Aber für den würden wir halt nichts bezahlen. Posten am Karriereende. Bei Abstieg kannst du auch gehen. 4%. Weil will ich eh nicht verkaufen. Ligaspielbonus kommt weg. Nicht-Abstiegsprämie kommt auch weg. Kriegst eine Torprämie. 100 Euro. Chat, was meint ihr? Machen wir 85.000. Wäre nicht verkehrt. Mitnehmen, ja. Hatte auch laut an der Vergangenheit, von daher immer gern gesehen. Und dann können wir jetzt wirklich schauen. Zwecks Vidovic oder Batista Meyer, maybe. Aber ich will die erst gescoutet haben. Und wir haben noch einen Monat. Den brauchen wir auch langsam, ansonsten müssen wir uns da auch was überlegen. Dann haben wir erstmal was. Ansonsten gucken wir gleich nochmal. Der geht weg. Der macht wieder Faxen. Was ist hier los?
Mehr kriegst du nicht. Jawohl! Akzeptieren, Presse, Junge! So, mit deinem Cousin habe ich schon zusammengearbeitet, mit den Tialern, ne? Braut, weißt du, was du hier zu tun hast? Und brauchen wir auch nicht, da kannst du nur doch wunderlich spielen lassen. Den will ich in der zweiten lassen. Dass da wenigstens jemand ist, der ein bisschen Dings hat. Ich glaube, Baumjohann ist besser, oder? Ich würde jetzt mal mich weiter aus dem Fenster hin. Ich glaube, Baumjohann ist besser. Kann mich täuschen, aber müssen ja sowieso noch einen holen. Weil Zulinski, weiß ich, das ist, glaube ich, das ist zu dünne. Aber wir haben noch einen Monat Zeit. Jetzt im August wird sich nochmal alles einmal drehen. Und das wird hier auch eine Hängepartie. Den werden wir auch nicht kriegen, glaube ich. Macht mal eine Umfrage, Chat. Batista Meier oder Vidovic? Mir ist das unterm Strich egal. Klar, der Dings ist erst 17. Ob der so laufen wird, weiß ich nicht. Ja, Batista hat halt die Vergangenheit in Lautern, ne? Fühle ich auch. Aber wir kriegen ja noch. Was hat der verdient bei uns? 200.000 sogar. War Topverdiener. Dann dribbeln wir hier wieder ein bisschen was. Maybe können wir auch beide holen. Chat. Oder wir holen beide. Was haltet ihr davon, wenn wir beide holen? Weil der kann rechts außen, links außen noch spielen. Dann haben wir mehr Möglichkeiten. Aber die fest kaufen. Keine Laie, nichts. Meine Laie geht sowieso nicht. Umfrage ist 50-50. Perfekt. 50-50. Ja, dann gehen wir in beide rein. Dann probieren wir beide. Ist halt schade, dass ich die hier nicht wegkriege. Die hätten auch einen stabilen Marktwert noch, aber die haben bei uns halt keine Perspektive. Den können wir mal ein bisschen was trainieren lassen. Vielleicht kommt da ja was. Ich glaube, ein paar Spiele wird er trotzdem machen. Flanken 58. Für einen Flügelspieler maximal beschissen. Aber wäre ich nicht verkehrt. So kriegen wir Entlastung hier rein auch. Gegen Hamburg. Puh. Das wird unangenehm. Boah, Schipnowski bisher, da geht gar nichts, ne? Verteidigung auch noch gar nicht eingegroovt. Ist okay. 1-0 gegen Hamburg, auswärts. Haben halt den wesentlich besseren Kader, ne? Ja, und das täuscht halt zwei Spieltage. Mal auch vermeintlich direkt zwei Brocken gekriegt, ne? Dürfen halt nur nicht in den Strudel kommen, dass wir jetzt jedes Spiel so knapp verlieren. LOL, Kehrer nach Mainz! Für 11 Millionen. Schalke holt Adamian. Gar kein schlechten, ne? Bielefeld auf Platz 18, tut mir so weh. Ja, geht ja noch ein bisschen. Nun stehen wir schon mal in der Leistung auf dem Programm. Sie sind ja, wie wollen Sie Ihre Sportlich? Aggressiv. Fan weist der Bus darauf hin, dass die Mannschaft total überaltert sei. Ablehnung. Ein Fan weist der Bus darauf hin, dass die Mannschaft viel zu... Ja, was denn nun? Ablehnung. Mit dem Aufstieg klappt neutral. So, weg, weg, beide weg. Tom Galat. Eieiei.
sein. Junge, was ist mit dem Linksverteidiger? Ja, und jetzt kommt Leipzig und danach Hannover. Junge! Wir haben gefühlt keine Phase, wo wir uns ein bisschen ausruhen können, ne? Maybe hier. Maybe November. Aber wenn wir da halt am Arsch sind, ist halt auch Kacke. Ja, gegen Leipzig. Eieiei. Ah ja, den haben wir ja auch noch. Lipaski, Junge. Wir holen sie alle. Schön aus der Jugend da weggekauft. Reserve. Zweite Mannschaft, so zwei, drei Spieler drin, mit denen man arbeiten kann. Jetzt ist nur die Frage, lerne ich den links an oder rechts? Weil sollten wir Beckham dann mal in die zweite prügeln? Wobei, dann bräuchten wir oben einen, ne? Sollen wir den links machen? Nehme ich den dann weg, nehme ich die Ballkontrolle raus. Mach links außen rein. Sollte eigentlich zügig gehen, wenn er da auch spielt. Auf was hatten die sich geeinigt mit dem? 800.000. Ich kann nicht. Ich kann nicht nachbessern. Brauchen wir auch nicht. The best! Wann geht Cobra Kai weiter? Wisst ihr da was? Das schon wieder verpeilt, ey. Musst du da auch jetzt langsam vorangehen, ne? September, nach dem Sommer. Doch noch so lange, ey. Sanogo ist der Jugendmannschaft, ja. Baum Johann ist am Start. Weiß ich jetzt nicht. Den Killer, den wir da geholt haben, der spielt nicht mal. Ey, der wurde uns vorgeschlagen, Baumjohann. Einer hat den reingeworfen, ich habe den reingeworfen, der war vereinslos. Hätte ich gewusst, dass der Dribbling als 10er 28, Bruder. Der geht in der zweiten Mannschaft. Geht in der zweiten, geht der. Da können wir mit dem Zolinski hier reingehen. Also. Chat, das war nix, ne? Bin ich ehrlich zu euch. Das war ein Fehltransfer. Ma. Maxi, komm, kam heute auch ein Video schon. Ja, ja, ey. Ui, er ist da! Wichtig, wichtig, Junge. Herzlich willkommen, was geht? Ist klar bei dir? Sehr gut. Redondo ist gar nicht fit. Startet er direkt. Bühne ist auch nicht. Wie lange waren wir jetzt hier dran? Locker 4 Wochen. 4 Wochen. Rumgeeiere. Alte Bekannte. Ja, sicher. Ein scheiß Linksverteidiger. Dann gehen wir mit dem Jugendtypen da. Ja, wir gehen erstmal rein hier. Da wird sowieso nichts. Gegen Leipzig. Erste Runde. Ey, mehr in die Kacke greifen. Ja, Beut, Junge. Super. Hast gar keinen Bock zu zocken bei uns, wa? Schön. Spielen wir ohne Stürmer. Komm, sammel Erfahrung. Einen Mann da noch rein. Der kriegt jedes Spiel eine gelbe Karte, Stanisic, ne? Jedes Spiel.
Ja, dann ist ja eigentlich okay 0-2. Und in Unterzahl vor allen Dingen das ganze Spiel. Aber ey, jedes Mal so low verlieren bringt dir halt auch nichts, ne? Laufduell. Plötzlich mir zu bewundern, hältst du das Gesicht? Schiedsrichter, Foulspiel nach kürzer Rücksprache hält. Ah, super. Schiri, super Schiedsrichter. Super. Top Mann, wer hat das gepfiffen, die Scheiße? Daniel Schönitz. Alles klar. Wissen wir Bescheid, Chat? Wissen wir absolut Bescheid? Wir sind hier schön beschissen. Alles klar. Wer ist das denn hier? Oha. Nein. Ich akzeptiere es nicht. Boah, der hat jetzt schon eine 65, ne? Budget reduziert. Ja, danke für nichts. Zack. Die Frage ist halt jetzt. Wir schicken Beckham jetzt erstmal in die Reserve, dass der da eine Halbserie zocken kann. Und wir holen den wieder rein. Dann haben wir nämlich hier. Nee, muss aufgestellt werden. Und rechts außen. Zack, zack. Zack. Wie du als Zehner, ja. So, wenn der so weitermacht, ist der Stammverteidiger hier, ne? Budget reduzieren, ist auch so kacke, ne? Maru. Okay. Kann man so machen? Halbe Bayern-Mannschaft. Ist ja nicht richtig. Batista Meier kommt von Kaiserslautern, Junge. Kreuzbandriss, sehr gut. Was ist das mit Verletzungen? Können wir nicht mal verkaufen. Können wir nicht mal verkaufen. Super toll. Super toll. Geil, die 25.000 da, die man den Kohl nicht fällt. Hätte er so 100.000 oder mehr verdient, dann hätte es das gemerkt. Aber die Summe, die fällt nie auf. Ob wir den jetzt behalten oder abgeben oder verleihen, das macht keinen Sinn, glaube ich. Die hängen hier alle komplett in der Seile, was Frische angeht, ne? Irgendwie spielen wir uns vorne so gar keine Chancen, ne? Kann das sein? Keine Tore, ne, bisher nichts. Bisher gar nichts. Bielefeld einfach noch kein Punkt geholt. Guck dir das mal an. Wir haben uns 10 Chancen rausgespielt. 10 verkackte Chancen. Wie sollst du ein Tor machen? Junge! Die kaufen ja alle weiter ein, ne?
Gegner waren stark zum Anfang. Also für das, was in der zweiten rumrennt. Hier, die nächste Verletzung. Jawohl, läuft doch wieder. Aber so kriegst du halt keinen Flow rein auch, ne? Dass du mal so zwei, drei Spiele hintereinander gewinnst, dass die Jungs Selbstvertrauen sammeln. Und dass du dann auch mal Spiele gewinnst, die so ein bisschen 50-50 sind, ne? Ja, Junge, Junge, Junge. Jetzt wird's aber langsam ein bisschen eklig hier. Aber Ramirez ist wieder da. Sandhausen müssen wir schlagen. Aber was ist denn mit unserer Frische los? Hier stimmt doch vorne und hinten was nicht. Junge, total hier, nur Erholung jetzt. Herr im Himmel. Kurztrainingslager, Abfahrt. Gibt's doch nicht, ey. So hat's mit Jalan auch angefangen. Genauso hat's mit Jalan auch angefangen. Bei allen Trainingsgruppen? Was habe ich denn hier gemacht? Aber ist doch langfristig, oder nicht? Das kann ja jetzt ein tolles Spiel werden hier. Dass wir mit so einer Randelf hier reingehen. Stabil. Gut, gut, offensiv ist gut. Offensiv ist sehr stabil. Ich bringe jetzt den Baum hier an, ne? Haben wir schon ein Tor geschossen? Chat, haben wir ein Tor schon geschossen? Ich glaube nicht, ne? Und wir werden weiterhin keinen schießen. Keine Schüsse. Keine Schüsse. Zwei Spiele, vier Tore. Mal andere Formationen auszuprobieren. Ja, aber wir haben für die Formation jetzt eingekauft. Das ist ja mein Problem. Für Doppelspitze, dann bringen uns die Flügelspieler nichts. Und das sind vermeintlich unsere stärksten Leute. Er kann halt nur außen. Aufgaben übertragen habe ich alles gemacht schon. Ist alles schon Trainingsgruppen. Der war nicht drin. Der war nicht drin. Und daran wird es am Ende dann wahrscheinlich auch gelegen haben. Haben wir uns wieder selber am Bein gestellt. Das ist die erste Saison vermeintlich immer, ne? KSC. Wir müssen irgendwie Fitness reinkriegen und ich glaube, der Rest kommt von selbst. Wenn die eingespielt sind, mache ich mir eigentlich nicht so Gedanken, aber da müssen wir erstmal hinkommen. Auch mal mit einem Eigentor reinkommen. Hm? Die Alerts fucken mir einfach nur ab, ne? Ja, super.
Vielen Dank für das Sob, herzlich willkommen. Paul Wildermann qualmt aus dem letzten Loch, ne? Bring ihn jetzt. Baum Johann, Junge, der macht jetzt einen. Der Baum Johann macht jetzt einen, Jungs. Ja, komm! Hat ein bisschen gedauert, aber hey! Wir leben noch! So, Aufholjagd! Junge, 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 du, ey! Aber wir sind wieder 18. Wir erspielen uns keine Chancen raus! Tja, entweder wir kriegen hier noch was angeboten, oder das war's mit der Reagieren und wir kriegen nichts angeboten. Doch. Ja, was soll ich denn mit dem Rechtsaußen? Erling! Was soll ich mit dem Rechtsaußen? So rechts außen. Angeschlagen. Lucadia. Hier gewechselt ist aber nicht, ne? Hallo! Okay. Alles klar, hätten wir dann auch geklärt. Puh, Bruder, Alter. So einen bräuchten wir mal. Aber Mannschaft der Woche. Süß. Steven Skripski. Formation ist Schmutz. Also ich gucke mir das jetzt auch nicht mehr lange an. Sergeant verletzt, chillig. Chillig. Bro. Also gleich haben wir gar kein Team mehr. Hüning. Letzte 4 Tage noch. Ja. Danach gehen wir in medizinische Abteilung, wobei ich dann auch glauben werde, dass wir dann auch wieder eine Welle um die Ohren kriegen. Ja, ja, kurz danach und damit schön Dings, ne? Ja, können auch Vidovic vorne reinpacken. Sehr war der gut geknipst. Hier läuft noch gar nichts. Walschnick, danke für den dritten. MC Bright, Grafzahl, Big Fifi haben wir schon. Dankeschön für die Resubs. Mike Con. Heldenstatus. So einen hätten wir gebrauchen können, ey. Hätten wir einen mitnehmen müssen. Irgendjemand mit Heldenstatus. So, Freunde, die bis hierhin geguckt haben, ich habe jetzt nicht ganz 2 Stunden komprimiert auf 1 Stunde.
Ja, weil viele Sachen waren, wo ich mich für Subs bedankt habe oder wo Privatgespräche, wo irgendwelche Diskussionen waren, die nichts rein mit dem Spiel zu tun haben. Aber ihr solltet eigentlich alles soweit jetzt gesehen haben. Jetzt habt ihr einen Vorgeschmack gehabt. Ich weiß, dass die nächste Datei 3 Stunden ist. Somit könnte da 1,5 bis 2 Stunden eine Folge kommen. Aber geht sehr, sehr gerne in die Strawpoll-Umfrage. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Daumen nach oben wäre ein absolutes Träumchen. Und ja, hey, bis morgen. Morgen würde direkt die nächste Folge kommen. Wisst ihr Bescheid.